glaube, wir haben schon viel zu viele Truppen verloren. Die Ärzte haben nichts zu tun. Wie sieht's hier aus? Mach schneller. Ach komm, ich stell den jetzt nach hinten. Moment. Ach nee, ja, über die Berge kommen die auch nicht rüber. Andererseits, ich denke mal, ich komme hier nah genug ran, um den zu enttarnen. Scheiße. Ja. Weg mit dir. So, scheiß Sniper. Ich hoffe, hier ist nicht noch einer irgendwo. Nein, hier ist noch irgendwo einer. Natürlich, Sir. Da, Sniper. Okay. Da ist diese Radarstation. Natürlich, Sir. Wo sind die andere Haubitze? Da. Ah, nein, Rückzug. Kommt die Haubitze jetzt auch hinterher? Eigentlich sollen die Mörser die ja beschießen. Arzt. Ach so. Ach, das Tor geht auch auf. Das hätte ich auch mal wissen müssen. Dann kann ich auch mit der Truppe hier rein. Oder nicht? Nö, hier ist zu. Komisch. Na gut. Mörser, die haben keine Reichweite. Oder wie sieht das aus? Nur der eine. Tja, das ist nicht gut. Oh, aber ah, mir gehört jetzt die Mauern. Kann ich hier aufmachen? Perfekt. Seit wann gehört mir denn jetzt die Mauer? Irgendwie habe ich das gar nicht gemerkt. Naja. Dann machen wir doch erstmal Luftabwehr kaputt. Ich habe keine Ahnung, ob uns das was bringt, aber einfach mal machen. Die Mörser können wieder zur Truppe dazu. Und dann, sobald das japanische Radarzentrum zerstört ist, erhalten sie neue Anweisungen. Okay. Achso, jetzt ist hier auch zu. Dann hätte ich gerne mal die Ärzte hier. Wir haben das Dorf gesichert und eines der japanischen Informationsrelais ausgeschaltet. Gute Arbeit, Männer! Unser nächstes Missionsziel besteht darin, das umliegende Sumpfgebiet nach feindlichen Maschinengewehrnestern und Bunkern zu durchsuchen. Diese Dinger können überall versteckt sein. Also Augen auf! Wir verwenden Scharfschützen als Speer und machen sie mit den Mörsern und Maschinengewehren fertig. Wir können uns keine Verluste leisten, weil wir nur dreimal Verstärkungseinheiten kriegen. Okay, Leute. So sieht's aus. Zieht ab! Marine-Verstärkung ist bei Absatzzone Charlie in Wallabum eingetroffen. Flugzeuge? Commander Merrill, Papagans an Adlauge, Papagans an Adlauge. Okay, ich kann nicht lesen, muss Truppen abwehren. Okay, die Flieger greifen nämlich auch an. Ja, die greifen mich auch an. Aber meine Ärzte sollten das erledigen. Was kommt da oben noch? Nein, noch mehr. Nein, mein Funker. Fuck. Na geil, das waren meine beiden Funker. Scheiße. Okay, Moment, erstmal im Lesen. Radarzentrum ist zerstört. Durchsuchen Sie den Sumpf nach 6 japanischen Bunkern und zerstören Sie sie. Gut, gucken wir auf die Karte. Ich sehe da ein... 2, 3, 4, 5, 6, glaube ich. Erwarte Befehle. Tja, wir haben keine Funker mehr. Das ist ja schon gut gelaufen. Wir haben Sniper bekommen. Moment, ich löse mal die ganzen Gruppen hier auf. So, dann ist das Gruppe 1, die Sniper sind Gruppe 2.
Ärztegruppe 3 und die Ingenieurgruppe 4. Na gut. Wir versuchen es trotzdem mal. Zwei Bunker sind komischerweise aufgedeckt, warum auch immer. Da sehe ich schon einen, da kommen wir aber von hier nicht ran. Na gut. Dann dienen unsere Sniper erstmal als Aufklärer. Mal sehen, na, Flugzeug. Kann ich das? Ich glaube, ich habe nicht genug Partisanen, um das abzuschießen. Wie viel haben wir denn? Zwei? Ja, zwei werden auf jeden Fall nicht reichen. Naja, gucken wir erstmal. Der erste ist irgendwo hier oben. Ach, und ich muss ja auch noch auf Minen achten. Die können ja auch hier überall irgendwie noch sein. Da ist ein Tiger. War ein Tiger. Wir werden angegriffen. Och nö. Verdammt, diese Stechmücken und Insekten sind unerträglich. Der gesamte Dschungel steckt voller Krankheiten. Ja, hatten wir schon mal. So schnell wie möglich ärztliche Versorgung. Ich warte. Och, fuck. Irgendwo ist hier wieder ein Sniper. Aber wo? Das kann nicht wahr sein. Da oben, okay. Ah, so ein Dreck. Wie viele hat er erwischt? 5, 6 Leute? Also wenn das so weitergeht, reichen unsere Truppen auf jeden Fall nicht. So, der erste Bunker ist da oben. Wie soll ich denn da rankommen? Achso, Moment. Hier hinten kann ich lang. Was ist das da? Und da? Warum ist das Wasser da so komisch? Ah, Minen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwas. Irgendwas stimmt da doch nicht. So, und ich hoffe, die Ingenieure werden jetzt nicht gekillt. Bombe entfernt oder Mine oder was auch immer. Also man sieht, es ist das Wasser, aber es sind... Also dieser Name wird noch nicht eingeblendet. Okay. Da ist der Bunker. Die sind hin. Dann würde ich sagen... Oh, da sind noch welche. Ach nö, und die haben auch noch volle Energie. Nein, ihr Partisanen, ihr seid Idioten. Allgemein ist Gruppe 1 ziemlicher Idiot, ey. Was? Oh fuck, hier ist schon wieder ein Sniper. Na geil. Moment, da ist eine Mine, die ist... Da war ein Sniper. Die ist zweimal explodiert und ist jetzt immer noch da. Nee. Moment, ich lade nochmal. Das war gerade ziemlich scheiße. So, jetzt vorsichtig. Okay, und wo war der Sniper? Einer war hier. Da muss ich echt drauf achten, auf diese verkackten Minen. Also da ist noch eine. So, die ist weg. Und die ist auch weg. So, und wo war jetzt? Ich glaube, der Sniper war mit hier hinten, oder? Wenn ich da gerade richtig aufgepasst habe. Dann, Moment, die Mine ist da. Dann brauche ich jetzt mal einen Lockvogel. Gut. Warum ist der eigentlich nicht gestorben?
Die haben gar nicht so viel Energie, aber... Naja. Gut zu wissen, dass die mehr als einen Schuss aushalten, so wo ist die Mine? Da. Die muss weg. Ist sie weg? Nein. Würdet ihr die bitte wegmachen? Alter, was soll denn das? Wieso kann ich diese Mine nicht entfernen? Ich kann die auch nicht angreifen. Och man, was ist denn das für eine Kacke? Hab ich noch... Hier Mörser, ich kann doch hier angreifen lassen, oder? Kann ich die nicht zerstören? Nein, kann ich nicht. Na toll. Ja, so viel zu räumen Sie die Minen mit den Ingenieuren weg. Gut, was machen die Sniper für einen Schaden? Naja, geht. Der Bunker hat 8 Reichweite. Was haben die Mörser? Mörser? Da. Die haben auch 10, dann sollten die den wegkriegen. Ohne getroffen zu werden. Aber die gehen natürlich wieder so dicht ran, dass sie getroffen werden. Genauso wie in der letzten Mission auch schon. Nein. Boah, Glück gehabt. Meine Fresse. Na gut, das war Bunker Nummer 1. Und jetzt, ja. Der Mine, da muss ich wohl ausweichen. Wenn ich die aus welchen Gründen auch immer nicht wegräumen kann. Okay, da ist noch eine. Die sieht man jetzt auch, warum auch immer. Ich will noch mal auf die Karte gucken. Also wir haben den Bunker da. Moment, die Elefanten sind glaube ich da. Bei diesem Durchgang, dann ist der nächste Bunker irgendwo hier. Oder hier oben? Nicht? Ich hätte schwören können, der ist jetzt hier. Da ist irgendwas. Da ist er. So, können die den Bunker ausschalten, ohne sich töten zu lassen? Nein, können sie nicht. Weg da, weg da. Ja, Sniper mal weg. Ich habe ein bisschen Angst, die Ärzte hierher zu schicken, weil vermutlich irgendwo feindliche Sniper noch rumhocken. Warten wir mal eben, dass der weg ist. So. Nächste Autosave. Gut, Gruppe 1 spielt mal den Lockvogel. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo Sniper sind. Die Ärzte bitte mal heilen. Das war jedenfalls Bunker Nummer 2. Hier sind keine Minen, sieht nicht so aus. Okay. Ja, ich gucke jetzt dauernd auf die Karte, aber wir haben halt so wenig Truppen. Da ist noch einer, da ist noch einer. Der nächste ist dann auch hier auf diesem Hügel. Irgendwo, was ist... Nein! Wieso ist hier ein... Und wo will der Ingenieur hin? Ihr Ärzte, ihr... Ja, bitte heilen. Der... Was habe ich hier gerade? Rotes auf der Karte gesehen? Achso, Flieger. Bomber, was auch immer. Ah, Tiger! Okay, da ist schon der nächste Bunker. Irgendwo hier muss noch einer sein, auf dem Hügel. Aber gut, wenn die den schon in Reichweite haben, dann sollen sie den kaputt machen. Bitte ohne sich töten zu lassen. Ja, danke. Gut, das hat funktioniert. Dann können die restlichen Truppen mal folgen. Der ist hinfort, das ist gut. Er fuhr fort und kam nicht wieder.
Keine Minen, keine Minen. Nein, sieht gut aus. Und ich würde einfach mal vermuten, irgendwo hier wird noch ein Sniper besitzen. Hier ist so ein großer freier Platz. Ich kann natürlich jetzt auch versuchen, einfach nur mit den eigenen Snipern die ganzen Bunker auszuschalten. Dann können uns die Feindlichen egal sein, weil die meinen ja nicht sehen können. Das ist dann auf jeden Fall Nummer 4. Der ist schon kaputt. Dann ist noch, ja, direkt südlich von hier ist noch einer.